Willkommen zurück hier beim Fußballmanager. Und nach dem 3-0-Sieg, 3 Tore sind passiert gegen Leverkusen, akzeptieren wir. Nee, im Mittelfeld machen wir nichts. Okay, 2-4, die letzten 5 Spiele. Und hier Frankfurt ist als leicht markiert, Dortmund als schwierig. Köln als leicht, Leipzig als schwierig und Union als leicht. Leipzig hat ein leichteres Restprogramm als wir, muss man ganz klar sagen, weil wir haben noch Eintracht, Dortmund und Leipzig. Da wird echt spannend. Bayern hat ein super leichtes Programm, die haben eigentlich gar keinen schweren Gegner mehr. Dortmund hat hier alles gelb oder rot. Wolfsburg muss auch gegen viele Mannschaften. Es wird wirklich. Also ich kann mir sogar vorstellen, am Ende kommt Bayern irgendwie nochmal ran, weil wenn Leipzig gegen uns Punkte verliert und wir irgendwie gegen Dortmund, Frankfurt, was weiß ich, dann ist auf einmal Leipzig zur Stelle. Ja, das ist nicht so leicht. Weg fällt aus, 17., 20., 30., 24. Einige Spieler, die jetzt ausfallen. Mal hier in die Gespräche rein. Pushen wir die Jungs jetzt mal so ein bisschen. Der war ja verletzt. Okay. So, was kann man hier machen?
So, jetzt gegen Frankfurt, da darf es nur einen Sieg geben. Arning mit dem Treffer, richtig gut. 18 Meter unterm Querbalken. Zeigt auch, dass er auch Tore machen kann als Linksverteidiger. Auf jeden Fall einige Chancen jetzt hier. Können die auch gerne nochmal nutzen. Und da ist Enric und ich hoffe, dass er jetzt am Moukoko vorbeizieht in der Torjägerliste. Weil das würde ich dem Jungen gönnen. Pannenberg jetzt mit der gelben. Und es geht in die Halbzeit. So, und da gehe ich auch direkt rein und tausche ihn gegen Pfeiffer. Wie gesagt, null Risiko. Wir hier machen, sind ja auch 2-0 in Führung. Da kann man das auch mal machen. Moulin rettet auch mal wieder. Er ist beinahe 92, Leute. Wie gut ist der Junge? Ist doch wirklich von einem anderen Stern gerade. So, wir bringen Kolomoane. Der Aspia ist schon echt im gelben Bereich. Bella Kotschap können wir nicht wechseln. Arning können wir tauschen gegen Mosquera. Den hier machen. So, und wir können vielleicht hier mal so. Aber wir können tatsächlich Smahic noch auswechseln. Ich mache mal die ganzen Wechsel. Frankfurt kommt zurück. Da müssen wir jetzt aufpassen. Hier schon in Rotationslaune. Wir könnten Smite für Bella Kotschap, aber ich glaube, wir tun Bellingham rein. Heraus. So, 3 Minuten Nachspielzeit, hoffentlich packen das die Jungs. Und jawohl, auch den Sieg kriegen wir. 3 Punkte bleiben auf Schalke. Und Leipzig gewinnt auch Bayern nur unentschieden. Wolfsburg Niederlage. Ja. Enric zieht an Moukoko vorbei. Sehr gut. Habt ihr Pech gehabt? So, jetzt geht's ins Halbfinale im Pokal. Da können wir noch mal die Torhüter motivieren.
So, gehen wir rein. Ich glaube, ich habe die Aufstellung gar nicht verändert. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Dass wir jetzt hier keinen Fehler gemacht haben, aber sieht ja gut aus, denn Enric trifft und wir gehen 1-0 in Führung. Nächste Chance geht aber drüber. Jetzt haben wir aber das Spiel in der Hand. Jetzt müssen wir nachlegen, Leute. Bella Kotschap mit dem Muskelfaserriss. Und Pfeiffer in die Partie. Ich tue auch Abde auswechseln, der auch. Nicht so super fit ist. Und Stevens kann mit der gelben Karte und als müder Spieler auch ausgewechselt werden. So. Boah, da ist der Treffer 2-0 und damit sollten wir die nächste Runde erreichen. Da brennt nichts mehr an. Mainz jetzt auch nochmal vorbei. 10 Minuten noch. Na, Strafstoß für Mainz und die gehen. Die machen den Anschlusstreffer. Bitte jetzt nicht noch ein Gegentor schlucken. Ich habe keinen Bock mehr auf Elfmeter. 5 Minuten Nachspielzeit. Woher? Aber wir stürmen hier nochmal. Und da ist das Spiel vorbei. Wir sind im Finale. Und was hat Bayern gemacht? Die sind bestimmt auch im Finale. Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja klar, Bayern, Finale. Finale gegen Bayern, sehr, sehr cool. Und jetzt geht's ins Derby. Ins Derby und die können uns die Meisterschaft kaputt machen. Das darf nicht passieren, Leute. Bella Kotschap verletzt, Malik Tchau verletzt. Wir gehen hier mit der B-Innenverteidigung rein. Ich hoffe, dass das keine Konsequenzen haben wird. Hier würde ich tatsächlich auf Stevens wechseln. So, wir tun hier ihn noch mit reinnehmen. Ja, das passt. Und dann auswärts in Dortmund ins Derby. Was nehmen wir noch mit hier in diesem Part? Und da gehen wir in Führung. Abde. Vorarbeit Enric auch schon 13 Saisontore. Wichtig, diese Saison. Und 2-0, Leute. Wieder Abde. Junge, du spielst dich ins Herz von allen Schalkern. Mega. Und Moukoko. Der mit Enric um die Torjägerkanone kämpft mit dem Anschlusstreffer nach 12 Minuten 3 Tore. Wahnsinn. Jetzt soll das Spiel bitte nicht kippen. Vandenberg jetzt mit der gelben. Boah, das ist echt ein
sehr, sehr heikles Spiel, aber 3-1. Aspia, unsere beiden Außenspieler, die Flügelzange trifft jeweils. Habt ihr sogar zweimal, da passt es vorne, jetzt muss nur noch Enric treffen. Halbzeit 3-1, gute Führung. Bin zufrieden. So, wir können gleich mal den Smahic wechseln und ihn dann Vandenberg schieben, aber erst machen wir hier das. Na, Dortmund mit dem Anschluss. Jetzt wird spannend. 20 Minuten sind noch. Jetzt kommen wir aber nochmal. Wobei, Enric trifft nicht. In diesem Spiel ist er nicht der treffsicherste. So mal eine gute Chance, eine Riesenchance. Enric per Hacke auf Bischoff und wir gehen wieder mit 2 Toren Abstand in Führung. So, und jetzt können wir auch nochmal gucken. Bisschen mit der Uhr spielen. So, wir tun Cheek rein. Und wir tun Weg rein. Und wir tun Kolo rein. Pfeiffer mit der gelben. Süle mit der gelben. 2 Minuten Nachspielzeit. Geiler Derby-Sieg. 4-2. Boah, alles mit dabei. Spannung. Kampf. Leipzig gewinnt auch. Boah, das wird ein krasses Finale. Ne? Bayern im Pokal und Leipzig haben wir auch noch ein Spiel übernächsten. Wird echt spannend. Das wird spannend. Wir können als Double-Sieger rausgehen oder wir können beide, sag mal, Finale jetzt verkacken. In beiden gehen wir eigentlich mehr oder weniger, ja, man kann gegen Bayern eigentlich nicht als Favorit reingehen, aber wenn du die zweimal schlägst in der Saison, ne, und im Finale bist und Erster in der Liga, dann bist du schon ein Stück weit zumindest ebenbürtig. Und gegen Leipzig gehen wir auch als Favorit rein, weil wir sind auf dem ersten Platz und die auf dem zweiten. So, jetzt gegen Köln, gegen den 18. Und was hatten wir schon mal gehabt gegen Darmstadt? Wo wir da auch gegen den 18. gespielt haben. So, die Prognose. Die tippen auf ein 5-1 für uns gegen Köln, 1-0 Bayern. Leipzig 3-1. Die tippen auf ein 1-1. Bayern gewinnt. Letzter Spieltag 1-1 Leipzig, 4-1 für uns und 2-1 Bayern. Würde ich unterschreiben. 2.5. fällt er aus. Wahnsinn, ne? Mit den ganzen Verletzungen. Zumindest unsere Innenverteidigung kommt jetzt wieder zurück. Tabella Kotschap noch nicht. 1.5. 2.5., 30.4. Die sind bald alle da. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Offensive auf der Bank, weil falls da irgendwas anbrennt, dass wir nachlegen können. Ich denke mal, das wird durchgehen, oder? Ist schon ein Riesenunterschied. Wir sind gut in Form. Erst nach 3 Minuten treffen wir direkt den Pfosten.
Aber Köln kommt. Und nochmal. Wir spielen aber zu Hause, ne? Das müsste das für unsere Fans klar gehen, aber der Druck steigt natürlich, ne? Je länger die Saison geht, auch da treffen wir nicht. Wir mit der zweiten gelben, die beißen natürlich jetzt. Wir schaffen es nicht, in Führung zu gehen. Nächste Chance. Auch da können mit der nächsten gelben Karte. Die kämpfen, die geben hier nicht auf. Auch wir jetzt über mit Stevens mit der gelben. Da geht's erstmal mit einem 0:0 in die Pause. So, und was passiert jetzt? Aspia am Tor vorbei. Und jetzt gehen wir in die Offensive, ist mir egal. Das warten wir noch ab. Tor zählt nicht, okay. Kolomoani muss rein. Wir lösen hier den Sechser auf. So. Bellingham lösen wir auch auf. Und Spia geht raus für Philogene. Brauchen mehr Offensivpower jetzt. Da ist die Chance Latte. Nee, auch da nicht. Wir schaffen es nicht. Zehn Minuten noch. Leute, gibt Gas. Osten. Ich bin hier am Verzweifeln, ey. Nix, 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 nix. Ja, nur 0:0 gegen Köln. Ja, die Tabelle bekommt ihr im nächsten Part.